Ciao e benvenuto, ragazzi. Heute Abend hier auf Twitch bei Fums. Schönen guten Abend. Ich habe mich hier. Ja, ich sitze hier quasi zwischen den beiden Männern aus der Squadra Azura. Ich habe mich hier schick gemacht und hier sitzen zwei Asoziale im Fußballtrikot links und rechts zu mir. Aber gut, muss ich mit leben. Ja, Max Mutzke für Arme lese ich hier schon. Nehme ich auch, ist auch okay. Aber ich habe mich hier ein bisschen edler gekleidet. Ja, mein Name ist Max Ritsching, wie immer. An meiner digitalen Seite Michael Strohmeier natürlich. Benvenuti a tutti, so rum. So rum ist es Ja. richtig. Ja, wir sind heute dabei, die AS Roma wieder zur Nummer 1 in der ewigen Stadt zu führen. Und wer könnte uns mehr über die Serie A erzählen als einer der beiden Hosts von Serie Amore, Mario Rica? Schön, dass du da bist. Ja. Wie hast du dich vorbereitet? Zum Ersten habe ich mich das erste Mal seit 2 Wochen wieder rasiert. Also vielen Dank für die Einladung. Das Ja. hat mich auf jeden Fall schon mal sehr nach vorne gebracht. Und ansonsten habe ich gestern noch mit Marius Soike die neue Folge aufgenommen und wir haben die Squadra Eterna, sozusagen unsere Top-11 für die anstehende Europameisterschaft, aufgestellt. Also ich bin gerade so ein bisschen im Länderspielfieber, habe ich mich ein bisschen reinversetzt, aber zu Roma kann man auch immer was sagen. Das habe ich alles hier drin, muss ich mich gar nicht vorbereiten. Wie immer, Streamvino vielleicht erstmal. der Stream-Vino natürlich. Zum Wohle. Zum Wohle. Cheers, wie man in Italien sagt. Trinkst du den aus dem Wasserglas? Und du aus der Tasse? Sag mal, wo bin ich denn hier gelandet, ey? Was ist denn hier los? Also Was? Sind wir hier Wasserglas bei ist in Hottentotten Italien oder was? legitim und lern du erstmal ein Weinglas vernünftig einzuschütten und zwar nicht bis zum Rand und dann können wir gerne weiter Ja, du, diskutieren. es soll Also. sich drehen. Ich habe keinen Durst, es soll sich drehen. Also bitte. Ja, und Ja. ich hab ja gesagt, ich habe mich rasiert. Wenn ich jetzt noch hätte irgendwie Gläser abspülen sollen, das wäre dann zu viel gewesen Ja, für heute. gut, okay. Fittipat hat 3.500 Fumstaler für italienisches Lamentieren bezahlt und ich bin mir noch nicht ganz sicher, was damit gemeint Ja, ist. das kannst du dir ausdenken und dann gleich einfach bringen. Na du, das steht nicht, Michael lamentiert Ja, das italienisch. machen wir gleich im Spiel. Wenn eine Chance vergeben wird, dann möchte ich italienisches Lamentieren hier sehen. Ja, okay, warte, ich öffne mal eben die Liste von italienischen Schimpfwörtern, die ich mir vorher schon mal vorbereitet habe. Du musst tatsächlich aufpassen, du kannst alles machen, du darfst nur keine Gotteslästerung betreiben. In der Oh Serie A ja. gibt es tatsächlich Spieler, die nachträglich gesperrt werden. Gerade bei Geisterspielen ist diese Saison schon zweimal vorgekommen, wenn es irgendwie Porco Dio oder so, und das war dann Oh, das zur, steht auf der Liste. genau, und wenn du das als Spieler sagst und das dann danach über die Fernsehübertragung festgestellt wurde, dass ein Spieler für eine Partie gesperrt worden. War das nicht sogar Cristante von der Roma, wenn ich das Stimmt, richtig den in hat es auch Erinnerung einmal habe? Ja, erwischt. ne? Richtig. Wow, ihr seid Ja, gut vorbereitet. Chris Onkel ist ziemlich sauer darüber noch. Chris Onkel ist richtig sauer darüber. Ja. Ah, ich bin Chris. Meine Tante hat jemanden beleidigt. Ja. Das ist Chris von Family Guy. Das Naja, habe ich mir schon fast schade. gedacht. Hättest du denn vielleicht noch, also wenn man mal so auf den aktuellen Kader der Roma guckt, den hast du ja, Mario, sicherlich vor Augen. Wo würdest du denn sagen, wo müssen wir auf jeden Fall einen Hebel ansetzen und mal irgendwie noch auf dem Transfermarkt aktiv werden? Ihr wollt eine Saison spielen, oder? Ja, wir denken von Saison zu Saison. Ja, wir sind so eine richtige Trainerheuschrecke. So eine Ja. Saison lang alles an sich reißen und danach Flügge gehen lassen. Ja. Also ich glaube, im Tor kann man sich auf jeden Fall verbessern. Ja. Da haben wir im Moment Und Paul Lopez, Spanier, eher so ja. Mittelmaß, ne? Ich hätte ja eigentlich den ultimativen Tipp gehabt, jetzt bei der U21 EM spielt ein super interessanter Typ, der ist aus der Cesena-Jugend, gehört jetzt aber Atalanta und der hat unfassbar gehalten gegen Spanien. Müsst ihr euch mal reinziehen, da in der Nachspielzeit hält er so zweimal wie eine Katze. Und der heißt halt auch noch Carne Secchi, also einen Fleischeimer im Tor stehen zu haben. Das wäre schon. Aber der wäre eher einer für die Zukunft. Ja, klingt so, als wäre das mein Spitzname, wenn ich in der Serie A spielen würde. Ja. Als Libero. Als Libero, ja. Ah, Als lauffauler Libero. Il Tedesco Carne Secchi. Der deutsche Fleischeimer. Ansonsten natürlich gerne auch Serie mal bei Amore. Serie Amore einschalten. Ganz genau, ist ja auch aus dem Hause Fums, aus dem Podcast Hause Fums. Wenn ihr das noch nicht kennt, dann gerne mal checken. Auf allen Podcast-Portalen, die ihr so kennt, könnt ihr Serie Ja. Amore hören. Wann kommt das immer raus bei euch, die neue Folge?
Montags. Montags. Er ist ein guter, Montags. Ist ein guter Podcast-Tag, sage ich ganz Montags ehrlich. Ist der beste Podcast-Tag, sage ich immer. Es ist ein sehr, sehr guter Podcast-Tag. Von daher. Die besten Podcasts kommen Montag, das ist meine Meinung. Absolut. Ja, in diesem Sinne, vielen, vielen Dank. Schönen Abend noch. Buona sera. Arrivederci. Alla prossima. Vaffanculo, cazzo, etc. Ey! Amore. Viel Spaß. Alles noch. Klar, danke. Danke, ciao. Ciao. Liebe Grüße an unseren Fuck-Ultra LND Drunt, der sich das einfach mal so aus dem Finger gesungen hat. Und das ist schon sehr, sehr krass, weil das sehr detailliert ist, sehr schön ausgearbeitet hat, einen schönen Spannungsbogen, ist sehr schön geschrieben. Und ich werde jetzt meine Erzählerstimme aufsetzen. Ich erhebe mein Glas dafür. Und werde es jetzt vorlesen. Also, Giovanni war ein normaler Junge. Sein Vater war Schwimmlehrer, während seine Mutter die Familienpizzeria leitete. Und ich drifte gerade ein bisschen Thorsten Sträter, aber ich... Jeder ging gerne ins Schlizeronis. Schon immer war Giovanni begeisterter Fußballfan und träumte davon, einmal in der Serie A zu spielen. Das Jahr 2006 war ein äußerst prägendes im Leben des jungen Italieners. Die Squadra Azzurra wurde Weltmeister und Giovanni erfuhr das Geheimnis seiner Familie. Während er und seine Freunde noch ausgelassen den Sieg über Frankreich feierten, klingelte in der Pizzeria das Telefon. Seine Mutter nahm ab, hörte eine Weile zu, sagte "Si" und legte wieder auf. Sie war sehr bleich. "Jungs, ihr müsst jetzt gehen", rief sie schrill über den Partylärm hinweg, wahrscheinlich auf Italienisch. Da seine Mutter eine Respektsperson war, gehorchten Gio, wie seine Freunde ihn nennen, und seine Freunde sofort. In dieser Nacht schlief Gio sehr schlecht. Der Weltmeistertitel war ihm nun sehr egal. Noch nie hatte er seine Mutter so aufgewühlt gesehen. Am nächsten Morgen wurden alle Nachrichten von einem Thema beherrscht. Der Bürgermeister war tot im Fluss gefunden worden. Das ist nicht lustig, aber naja. Mit Beton an seinen Beinen. In den nächsten Wochen war Gio beschäftigt, mehr über die Umstände zu erfahren. Und erstmals fiel ihm auf, dass seine Eltern anscheinend nicht die waren, die sie vorgaben zu sein. Sein Vater arbeitete als Schwimmlehrer, immer relativ spät und verdiente ziemlich gut für jemanden seines Berufs. Und eines Abends, als Gio noch spät mit dem Fahrrad von seinem Kumpel nach Hause fuhr, sah er es. Sein Vater und vier seiner Kollegen standen mit einem fünften Mann am Fluss. Während sein Vater zuschaute, waren seine Kollegen damit beschäftigt, die Beine des fünften Mannes in Beton zu gießen. Da wurde Gio alles klar. Sein Vater brachte den Menschen Schwimmen mit den Fischen bei und genau das musste auch dem Bürgermeister passiert sein. Zu Hause angekommen, schlich er sich ins Haus, immer noch zutiefst geschockt von dem, was er gesehen hatte. Er sah Licht aus dem Nähzimmer von seiner Mutter und ging auf leisen Sohlen näher heran. Als er durch den Türschlitz schaute, sah er seine Mutter an ihrem Arbeitstisch sitzen und Geld zählen. Zum zweiten Mal an diesem Abend lief es ihm kalt den Rücken herunter. Das mussten mindestens 500.000 Euro sein. Das ließ nur einen Schluss zu. Seine Eltern waren Mafiosi. Er schlich schnell in sein Zimmer und dachte darüber nach, was nun zu tun sei. Am Ende einer weiteren schlaflosen Nacht war sein Entschluss klar. Er musste hier raus. Also packte er seinen Rucksack so voll, wie es ging, machte sich noch im Schutz der schwindenden Dunkelheit auf den Weg zum Bahnhof und löste ein Ticket nach Rom. One way. Die nächsten Jahre genoss Giovanni Schlizzeroni das Leben in der Großstadt. Er versuchte weiterhin, seinen Traum wahrzumachen, in der Serie A zu spielen, allerdings ohne Erfolg. Es stellte sich heraus, dass er zwar kein übermäßiges fußballerisches Talent besaß, jedoch ein begnadeter Taktiker war. Und so entschied er sich, Trainer zu werden. Und hier fängt die Geschichte an. Wow. Also das wirklich, alter Schwede, vielen, vielen Dank hier an der Stelle. Das ist, also... Mit so einem Detailreichtum hätte ich im Leben nicht gerechnet. Also die ersten Leute haben mir gerade schon im Chat angemerkt, ob wir jetzt hier auch True Crime machen. So. Ich schaue mal gerade in meine eigene persönliche Serie A-Kartei. Also ja. Cranio von Cagliari wäre auch noch eine Option, schreibt mir gerade Mario Rica. Was? Moment, ich meinte natürlich... Transferbudget 17 Millionen haben wir zur Verfügung tatsächlich, aber das wird sich noch erhöhen, wenn wir natürlich ein paar loswerden, die ein bisschen was reinbringen und vor allen Dingen viel Gehalt kosten, dann können wir da ein bisschen was verschieben.
Das ist ein Torwart, 8,5 Millionen Marktwert, 26 Jahre alt. Also wenn wir 17 Millionen zur Verfügung haben, sind 8,5 aber eine Menge Schleifen. Nee, wir holen ja auch wieder was rein. Also wir werden ja noch ein paar los, weil wir haben ja anhand unseres Systems schon gesehen, dass wir nicht unbedingt Außenspieler brauchen. Das heißt, Pedro und El Sharawi sind zwei Leute, die wir verkaufen können und die bringen ordentlich was rein. Okay, kleiner Funfact, den ich natürlich selber wusste und nicht hier ständig aufs Handy gucken muss. Liebe Grüße an Mario, völlig unabhängig davon. Kranio heißt übersetzt Spinne. Und deswegen echt? Ist Alter, das ist ja, Spider-Man. Das ist ja mega passend. Alessio Kranio, ja, das sieht gut aus. Also 26 Jahre, 8,5 Millionen Marktwert, die Werte sind auch gut. Der hat 4,5 Sterne als mitspielender Torwart. Müssen wir auch drauf achten, mit einem Tiki-Taka hat man immer einen mitspielenden Torwart. Das muss der auch können. Also da können wir auf jeden Fall mal eine Anfrage starten, würde ich sagen. Oh, Transfer von Daniele De Rossi ist blockiert. Sag mal, sind die denn bescheuert? Wir haben schon einen Co-Trainer, Nuno Campos. Ja, dann feuern wir den. Ja, dann feuern wir den jetzt auch, ja. Aber ist das... Hier, fick dich. Aber guck mal, das... Achso, Nuno Campos ist das Bild da oben, ne? Ich dachte mir so, das ist nicht Daniele De Rossi, den ich da sehe. Vor allem, er schreibt uns die Mail, dass wir ihn feuern müssen, um Daniele De Rossi zu holen. Aber es kostet 2,5 Millionen, Nuno Campos von seiner Aufgabe zu entbinden und Daniele De Rossi zu... Wollen wir De Rossi oder wollen wir De Rossi nicht? 2,5 Millionen, das ist eine Menge Holz. Scheißegal, Daniele De Rossi. Ja. Oder Chat, was sagt Chat? Daniele De Rossi, oder? Ja, Campos entlassen. Tschüss, du Versager. Sebastian Rode ist am Start. Wir haben unseren Legionär. Ja, mega. Das ist schön. Oh, was ist das denn? Etikett ist besser der Rotwein. Was denn? Sebastian Rode findet nicht statt. Wieso können wir uns den nicht leisten? Weil wir Daniele De Rossi verpflichtet haben. Könnte sein. Scheiße. Told you so! Ja, sagt uns Daniele De Rossi. Du bist der Grund. Du Arsch! Ja, Scheiße. Du musst ja nur Sharawi verkaufen. Ach, komm, den will aber keiner! Ja, dann müssen wir mal gucken, ob den jemand will. So, Sebastian Rode. Riedle Baku, Wilfried Fofana, Rhys James, Paulo Ottavio. Oh, guck mal, 2% der Transfersumme bekommt Kickers Offenbach. Da können die nochmal feucht durchwischen, da wo Peter Neurohr damals gesessen hat. Für das vertikale Tiki-Taka. Ja. So, jetzt sind wir im Spiel. Ja, guck mal an. Welche sind die Guten? Robin Gosens. Gosens erstmal kaputt treten, weil der nicht zu uns will, weil er zu teuer ist. Genau. Was das für eine Frechheit ist. Nee, Bombay Pizza ist auch nicht okay. Oh nein! Hans Hadebur. Ja, wir wollten ihn ja kaufen. Ja, aber er war zu teuer. Und dann trifft er auch noch gegen uns. Unschön. Ja gut, das war von vornherein klar, dass es gegen Atalanta schwer wird. Ja, das ist richtig. Atalanta natürlich auch top, möchte gerne in die Top 3, ist auf jeden Fall in den Top 5. Ja. Also, dass wir uns da schwer tun. Oh, Robin Gosens. Das ist klar. Aber so ganz ohne Gegenwehr. Ja, gut. Ist ja jetzt auch nicht das war scheiße von Doron. So, da haben wir den Ball gut erobert. Jetzt geht's mal nach vorne über Henrik Mkhitaryan. Hey, Mkhitaryan! Was macht der denn? Egal, Sebastian Rode holt den Ball zurück. Der ist noch nicht fit, der war länger verletzt. Oh, jetzt auf Dzeko. So, jetzt, mein! Ja, starkes Ding. Starkes Ding. So, 1-1, das erste Spiel gegen Atalanta. Le Bleu fragt, unentschieden zufriedenstellend. Ja, finde ich, oder? Klar, total. Also, da brauchen wir, glaube ich, gar nicht drüber reden, dass Atalanta als Favorit ins Spiel gegangen ist und wir uns gut verkauft haben mit dem 1-1. Ja. Ja, wenn nichts passiert, kommt uns das zugute. Boah, wir sind eher Favorit hier, würde ich sagen. Wir sind eher Favorit. Also, da müsste eigentlich von uns mehr kommen. Spinazzola. Dzeko. Spinazzola, komm, Flanke rein. Wow! Ja! Mkhitaryan! Hey, Mkhitaryan! Oh, Junge! Geil. Heinrich Mkhitaryan. Ja. Boah, diese Tormusik hat mich auch runtergezogen. Die wird hier nicht nochmal stattfinden. Es ist halt auch einfach nicht die Tormusik, sondern es ist Vereinslied. Ja, aber tatsächlich, wenn du bei YouTube danach suchst, dann kommt das. Oh!
Christian Kwame. Kwame haut uns da einen rein. Kein Gefömp. Auch nicht Lagefömp. Oh, wieder Kwame. Ach, hört doch auf. Holeiser, ich zitiere die Taktik meines Kreisliga-Trainers. Kufft das Ding da hinten raus. Oh. Was war denn jetzt? Oh, der pfeift einen Foul. Der pfeift einen Foul. Oh, der guckt sich an. Der guckt es sich an. Elber, oder? Ja, ja. Er hat ihn nicht gegeben. Doch, er hat ihn gegeben. Ach, ja, nein, doch. Oh, oh Mama Mia. Komm, Veretout. Ja! Ja! Sauber! Legendäres Video. Stefan Effenberg. Eieiei, festhalten da! Nein! Ja, da hat der Spider-Man aber gerade mal seinen Spinnensinn gar nicht angehabt. Scheiße. Und ausgerechnet der Frank. Oh Gott, ist das bitter, ey. Jetzt haben wir am zweiten Spieltag schon ein Torwartproblem. Irgendwie haben wir in diesem Spiel immer ein Torwartproblem. Ja, was macht der De Rossi im Training? Ja, also Trapp hätte den festgehalten. Ja, egal, machen wir jetzt das 3-3 und gehen dann persönlich nach Hause. Oh, Pellegrini. Ja. Pellegrini. Sie habt da! Aha! Ja! Was ist denn hier los? Komm, da spiel ich die italienische Hymne. Ja! Pellegrini! Jetzt müssen wir italienisch lamentieren. Wie kann das sein? Ich bin in Panik. Da! Ich kann überhaupt nichts mehr sagen. Das ist ja unglaublich. Diese Emotion, das kann ich überhaupt nicht vertragen hier. Oh, der Schiedsrichter fällt ab. Oh, yes, was für ein Spiel. Ja, da hat uns Pellegrini mal schön den Arsch gerettet hier. Ey, das war wirklich absolut geiler Stream. Es hat, haben sich alle Mühen gelohnt, die wir hier vorher organisiert haben. Euch hat es offensichtlich auch gefallen, großartig. Deswegen von meiner Seite schon mal Power Ciao Ragazzi. Power Ciao Ragazzi.